Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Waldstätten. Es geht weiter, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden in der heutigen Folge das Gras hier von dem Feld holen. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Schwader zu mieten. Und zwar bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich überlege zwischen dem Krone oder dem Samasch. Ich würde aber den Samasch nehmen. Nein, nicht kaufen. Mieten werden wir das Ganze. Damit wir eben noch Geld für eine Presse haben. Denn ich würde gerne Silageballen machen. Und dafür habe ich die Pöttinger Impress. Die mit... Ne, warte mal. Die Pöttinger Impress. Die eben über eine Vorpresskammer verfügt. Und so ganz einfach dauerhaft genutzt werden kann und man nicht stehen bleiben muss. Das ist sehr nice. Und die werden wir uns auf jeden Fall mieten. Jetzt weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, das ist die. Ja. Wir werden mal Folienfarbe auf schwarz machen. Oder... wir nehmen, wollen wir es? Wir nehmen so ein helles Grün hier. So. Genau. Dann würde ich das Ganze mieten. 4000 kostet uns das Ganze. Da brauchen wir dann natürlich auch noch Garnrollen dazu. So, tatsächlich musste ich das Spiel einmal neu starten, da der Mod tatsächlich Fehler schmeißt und es so nicht möglich war, das Ganze zu kaufen und ich jetzt auf eine andere umsteigen muss. Ich würde sagen, dass wir die Oettinger Impress hier nehmen. Nee. Ja, wie gesagt, ich habe halt das Problem, wenn ich das jetzt wieder nicht annehmen kann, wird es halt schon wieder ein bisschen schlecht. Ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach eine Standardpresse. Da können wir zum Beispiel die Klaas nehmen. Und ich würde sagen, wir werden die Pöttinger nehmen. So. So, ich habe jetzt mal einen Mod runtergeschmissen und zwar die Garnrollen und nun hat das auch funktioniert mit den mit dem Mieten von dem von der Presse. Dann werden wir jetzt noch schnell den Fend unterstellen, also beziehungsweise die Mähwerke. Fahren wir jetzt mal in die Halle und dann können wir gleich auch schon die beiden Geräte holen. Ich würde sagen, dass wir gleich mit beiden Treckern runterfahren. Okay. Mal aufmachen. So. So. Dann fahren wir das mal rückwärts rein hier. So. Gut. Einmal Tür auf, einmal Läuche ab, Zapfwelle ab und abkoppeln. Dann hier nochmal rein. Dann die Tür wieder zu. Dann stellen wir noch das Frontmähwerk rein. So. Gut. Kommt das nämlich dazu. So. So, so. Ne, gut. Erst herunterlassen. So. Und dann können wir hier auch schon den Traktor nutzen und damit runter zum Händler fahren. So, in der Stadt angekommen, werden wir jetzt zum Händler fahren.
und uns den Schwader abholen. Als allererstes. Und danach natürlich die Presse. Was wir dann noch brauchen werden, wird wahrscheinlich sein, dass wir einen Anhänger mit, also wo wir Ballen draufladen können. Aber da können wir vielleicht auch unseren vorhandenen Anhänger umrüsten. Würde ich sagen. Und genau. Dann werden wir jetzt erstmal hier den Schwader mitnehmen. Kann man nicht hier auch irgendwo raus? So, einmal Tür auf. Gut. Man kann doch hier raus, oder? Tatsächlich. Aber passen wir da durch? Wahrscheinlich wird ein bisschen schwierig, oder? Erstmal hier die Tür zu machen wieder. Ich will jetzt mal versuchen, da durchzukommen. So. Ach doch, easy. Easy geht das da durch. So. Gut. Dann fahren wir wieder links rum. Und dann da vorne gleich wieder rechts. Und dann geht's wieder zurück zum Hof. Gut, dann werden wir mal schauen, ob wir den umrüsten können. Ich habe hier meine Werkstatt hinten gemacht. Eigentlich wollte ich die ja hier in das hier reinmachen, aber da geht es leider nicht rein. Da möchte er nicht rein, vielleicht weil der Trigger zu groß ist oder so. Gut, dann werden wir mal gucken, den Brandner konfigurieren. Und den können wir zum Ballenwagen machen. Sehr nice, gut. Dann können wir den gleich zum Ballenwagen konfigurieren. Und einmal gleich wieder anhängen. Ne? Einmal die. Hallo? Mach die Schläuche wieder dran. Okay, jetzt will er nicht. So, jetzt. Gut. Können wir das schon mal bereitstellen. Im John Deere 6R. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Und dann können wir gleich auch anfangen zu schwaden. Der Fendt ist auch angekommen. Somit können wir jetzt mit unserem Wader, den wir gemietet haben, jetzt hier schön anfangen zu schwaden. Das Gras ist leider schon ein bisschen drüber gewachsen, aber das soll ja hier kein Problem sein. Aber die Frage ist, warum macht er nichts? Ach so, ich weiß wahrscheinlich, warum er nichts macht. Da macht er nichts. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso schwadet der nicht? So, anscheinend funktioniert das Ganze nicht. Ich weiß nicht warum. Es steht halt hier, was ich halt auch nicht verstehe, ist, warum das jetzt hier so komisch angezeigt wird. Ich weiß nicht warum, weil sobald ich Gras anmache, wird das angezeigt. Das Ding ist halt, ach so, verdorrt, verfault. Es könnte sein, dass das Feld vorher verdorben oder verfault war. So wie jetzt die 100 verdorben und verfault sein soll. Das kann sein. Bin ich mir aber nicht sicher. So, das Problem an der ganzen Sache ist, hier kriege ich keine Feldinformation. Gehe ich hier drauf, habe ich auf einmal Feldinformation. Warum auch immer. Es kann natürlich sein, dass das Feld, was ich, also das Gras, was ich jetzt geerntet habe, nicht brauchbar ist und ich es so nicht mehr nutzen kann. Aber ich habe schon eine andere Sache, die ich machen kann damit. Und zwar ist es das Stroh noch vom Feld zu holen, damit wir wenigstens noch etwas machen, können wir eben das Stroh noch vom Feld holen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das nicht funktioniert, aber was willst du machen? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ich werde auf jeden Fall eine Lösung finden und dann mal gucken. Man kann natürlich auch das Gras manuell nochmal platzieren über das Baumenü. Dann kann ich auf jeden Fall das Ganze nochmal abernten und dann werden wir das in der nächsten Folge dann halt fressen.
Wir haben 2, 4, 6, 7 Ballen zusammenbekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir einen Frontlader haben. Weil, ich meine, da ist einer dran, aber. Naja, gut, wir haben den Schäfer. Mit dem Schäfer könnten wir das auf jeden Fall machen. Das heißt, wir müssten aber mit dem Traktor und dem Anhänger aufs Feld fahren und dann könnten wir mit dem Schäfer das Ganze aufladen. Und mit dem Feld hier muss ich mir mal ein bisschen Gedanken machen, was da jetzt passiert. Und das sehen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich die Folgen gestalte. Da bin ich mir auch noch ein bisschen unschlüssig, aber den Schwader können wir ja, ach nee, die Presse können wir ja, stellen wir die irgendwo rein. Wir stellen die hier rein. So, da werden wir mal das Tor aufmachen. Dann das hier hinten auch gleich, damit wir gleich durchfahren können. Ich meine, die Presse ist zwar jetzt nur gemietet, aber die können wir ja trotzdem hier reinstellen. Dann steht die auch nicht im Weg. So. Gehen wir mal hier rein. Bringen das Ganze ab. So. Und dann können wir mit dem John Deere gleich weiter. So, da steht nämlich der Anhänger. Ich habe das Ganze jetzt hier nochmal die Einfahrt ein bisschen dekoriert, hier mit ein bisschen Hecke. Überlege hier auch noch ein bisschen Lampen hinzumachen, damit das hier ein bisschen beleuchtet ist, weil der Hof ist nachts schon recht dunkel. Ich kann leider die Hecken nicht bis zur Straße ranziehen, weil sie dann kollidieren oder Kollision mit der Straße haben. Und deswegen geht das leider nicht. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schaut euch gerne hier noch weitere Videos an, wie wir in der letzten Folge die Ernte eingefahren haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.